Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irene und heute ist wieder Dienstag, wieder Liebesbotschaft an der Zeit. Und wir schauen eine Liebesbotschaft von deinem Schatz. Wenn du noch keinen Schatz hast, dann werden wir schauen von deinem zukünftigen Schatz. Oh, jemand hat... wie sagt man heute, vielleicht ein Versuchsszenen. Das ist heute keine Tagesbotschaft oder Tageskarte, aber sieht so aus, ein Versuchsszenen. Jemand von euch wird heute nicht vermeiden. So, meine Lieben, die Botschaft von deinem Schatz oder von deinem zukünftigen Schatz. So, ja, die Botschaft ist schon unterwegs, meine Lieben. Schaut mal, meine Lieben. Also so wie er aussieht, er möchte sagen, dass egal was ist, er denkt immer an dich. Bei der Arbeit, ob er Spaß hat, mit dir, ohne dich, er denkt immer an dich. Er denkt an neuen Anfang vielleicht. Er denkt, wie ihr euch wieder seht. So sieht er dich, meine Lieben. Schau bitte hin, das ist die Königin der Stäbe. Was bedeutet das? Dass du sehr aktiv bist, attraktiv, feurig, mit Charakter, aber trotzdem sehr, sehr weiblich. Sehr weiblich, so sieht er dich. Du bist so eine Person, die ihn sehr fasziniert und er immer denkt an dich. Das ist die Liebesbotschaft von deinem Schatz oder von deinem zukünftigen. Schaut mal, egal wer du bist. Schaut mal, meine Lieben. Auf jeden Fall, ich sehe hier, Mann hat Lust für neue Anfang. Mann ist bereit, die Verantwortung zu übernehmen, dich mitzunehmen in diese lange Reise. Er ist bereit, auch zu arbeiten. So wie gesagt, einen neuen Anfang mit dir zu haben. In gute und in schlechte Zeiten, diese Karte sagt auch, nach vorne zu gehen, Neues zu entdecken. Natürlich, hier können auch Gefahren sein, aber dieser Mann ist bereit. Meine Lieben, dass ihr versteht, welcher Mann ist das, werden wir eine Karte ziehen, wie beschreiben die Karten diesen Mann, dass du ihn erkennst. Vielleicht hast du mehrere. Das ist ein selbstständiger, selbstbewusster, mit sehr gutem Einkommen, ein materieller Mensch, vielleicht ein konservativer Mensch, vielleicht hat er einen schönen Garten, ein schönes Haus, aber ist er allein. Vielleicht hat er ein Haustier. Dass du das verstehst, er hat auch viel Enttäuschungen erlebt. Und ich werde mich nicht wundern, wenn er schon etwas länger alleine ist. Er traut nicht so andere Menschen, ich meine Frauen. Und ich würde sagen, aber er ist trotzdem, er ist endlich jetzt bereit, ist für neue Anfang, meine Lieben. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, viel Glück, viel Spaß und viel Glück in der Liebe. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss, Papa, meine Lieben.